Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. In der letzten Folge habe ich ja noch ein bisschen versucht, die Maske von Ranch zurückzukriegen, was aber nicht ganz so gut geklappt hat. Den einen Typi habe ich jetzt mal. Mal gucken, ob die anderen rauskommen. Irgendwie ja nicht. Denn ich muss da irgendwie rein können. Aha, da kann man was zur Explosion bringen. Wer ist der da? Die da? Achso, die rennt einfach so da drin rum. Na, von mir aus. Habe ich auf der anderen Seite hier auch noch irgendwo einen? Nee. Seltsam. Das heißt, da kommen wieder bloß 100 Leute raus, wenn ich da drinne bin im roten Bereich. Wie auch immer, dann gehen wir halt mal da rein. Nein. So. Gucken, ob die mir jetzt angezeigt werden. Ja, jetzt auf einmal wird er mir angezeigt hier, oder was? Werden die da drin mir auch angezeigt? Nö. Moment. Ich kletter erstmal hier hoch. Ja. Oder auch nicht. Gehe ich halt außen rum. Der Typ steht eh bloß blöd da in der Gegend rum. So. Bevor ich hier nämlich entdeckt werde. Das Ding hängt nur ein bisschen fest. Okay. Hoppla. Voll die Tonne getroffen. Die nächste Sache ist nämlich die. Ich muss ja irgendwie an den Schlüssel kommen. Und ich glaube, erst dann kommen die ja da raus. Hey, Mist. Oh, ein Alarm. Und zurückrufen. So. Jetzt mal gucken, bewegt sich was? Okay, die Jagd läuft. Apropos Jagd läuft. Da wir hier ja das FBI ein bisschen beschatten. Sagen wir es mal so. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Beschatte nicht das FBI. Ich untersuche es. Hoppla. Achten Sie darauf, Hat er dass mich sich jetzt in dieser entdeckt? Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Okay. Läuft Kacke. Egal. Ich fange jetzt trotzdem mal an zu erzählen. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Ach so. Ich muss hier. Ah, da ist ja doch einer da oben. Gewesen. Alter. Ich gebe dem voll den Kopfschuss und der interessiert mich nicht. Hallo? Ich kann da nicht mal runterklettern. Oh! Das ist ein FBIler. Ja, huch. Das explodiert ja. Ja. Wie auch immer. Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege, mal einen geraden Satz rauszubringen von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Nämlich. Mir hat ein Kumpel erzählt, Street Station. Die Maske muss hier irgendwo sein. dass da. Ja, wie soll ich sagen? Einer etwas komische Dinge tut. Und dann habe ich gedacht, ach, spielst mal ein bisschen FBI und gehst mal selber recherchieren. Ich bin dann abends so ein bisschen auf Pornhub gewesen, hab mal geguckt und Tatsache,
Das Tanzverbot hat einen Kanal auf Pornhub. Jetzt ist nur die Sache, ich weiß gar nicht, was bringt ihm das denn? Ich weiß nicht. Da gibt es doch auch bestimmt irgendwie Community-Richtlinien. Und wenn man da keinen erotischen Content macht, wird man da nicht auch gesperrt? Kriegt man da Strikes? Und wenn er drei Strikes hat, muss er dann kommen und einen Beweis abliefern? Ich weiß ja nicht. Aber das ist ja schon ein bisschen seltsam. Mich, dem habe ich jetzt auch zwischendurch geschossen hier. Blamseln. So, rennt da jetzt noch irgendeiner da draußen rum? Okay. Bringt nix. Oh mein Gott. Oh oh. Hä? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Die da, oder was? Na klasse. Wäre es besser, wenn ich da versuche, unerkannt reinzukommen? Das ist jetzt die Frage. Ach, Marcel, kein Mist. Wir haben unser Ziel verloren. Ihr habt noch viel mehr verloren. Doppelhä. Und da ist irgendwie ein Hund ausgestiegen, den man leider umhauen muss. Sag mal, wie viel kommen da noch? Man merkt, ich konzentriere mich gerade wieder eher aufs Spiel. Aber das war eigentlich auch das, was ich so bis jetzt zu quatschen hatte. Verpiesel dich, du blöder Hubschrauber. Warte mal. So. Der sollte jetzt weg sein. Hey. Nix Notruf. So. Wo ist der hier? Hier müsste doch irgendwo noch einer sein. Da unten ist der Polizeihund. Was ich irgendwie ein bisschen doof finde, den abzuknallen. Aber habe ich ja schon gemacht. Weil ich musste. Mach mal die Knarre weg. Welchen Verdächtigen? Ich habe keinen Verdächtigen gesehen. Okay. Das ist wieder so ein fetter Gepanzerter gewesen jetzt. Wo kam der jetzt wieder plötzlich her? Seltsam. Was auch seltsam ist, mir ist gerade noch eingefallen, zu dem Thema Tanzverbot und Pornhub. Die Maske muss hier irgendwo sein. Wenn er jetzt hier auf Pornhub keinen erotischen Content bringt, ich meine, gut, die Zahnlücke, die ist ja schon, ne, die hat so ein bisschen was von Arnie, aber wenn er da jetzt keinen erotischen Content bringt und dann müsste er ja eigentlich, weil ich meine, auf YouTube wäre ich auch gesperrt,
Gut, da darfst du dich nicht ausziehen. Bei Pornhub ist das eher umgekehrt, da soll man sich ausziehen. Und bei Twitch sollte man es eigentlich auch nicht tun. Aber was macht er dann da? Ich meine, das Zeug, was er da erzählt, das kann er ja auch nicht auf YouTube hochladen. Das ist mal das Erste. Gut, ich glaube, das will er dann auch gar nicht. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem noch seltsam. Weil, ganz ehrlich, das wäre ungefähr so, wie wenn ich hingehe, Nachrichtensprecher werd und als Nachrichtensprecher dann so Homeshopping-mäßig Zeugs verkauf. In den Nachrichten. Geht ja auch nicht, ne? Okay, jetzt hat Halten sie Sie mich Wasser. erkannt. Mögliche Feinde in Ihrer Nähe. Blödes Snipergewehr, hey. Ich glaube, da muss man fast schon die Zielhilfe einschalten. Wo läuft der eigentlich hin? Naja, weit läuft er auf jeden Fall nicht. Oh, ich habe Zeugs weggeschossen. So. Viele gibt's jetzt ja nicht mehr hier, ne? Geht der? Nee, geht er nicht. Scheiße. Warte mal, wenn ich jetzt hier nach vorne laufe. Nix da. Der Grund ist, dass die Kommunikation gesperrt ist. So, wie viele sind denn jetzt hier noch? Kann ich das irgendwie auf der Karte sehen? Ich hab mal wieder hier am Magebrummeln hier. Dabei habe ich extra vorher was gegessen. Vielleicht war das der Fehler. Fraktion sucht die Gegend nach dir ab. FBI. Ja, wer sonst? Wen habe ich denn hier gerade massenhaft abgeknallt? Das Dumme ist nur, wie komme ich an dieser scheiß Barriere hier vorbei? Und anscheinend gibt es hier noch irgendwie einen Hund oder so. Ach so. Mist. Ich muss entdecken. Oh oh. Fuck, fuck, fuck. Nix da. Gibt keine Verstärkung. So. Kommst du jetzt raus da? Nein, 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 nein. Ah, komm. Fick dich doch. Wo kamen die jetzt her, verdammt nochmal? Das ist eine richtig schöne Mission. Vor allem, wenn man so ein schönes Snipergewehr hat. Snipergewehr, vor allem. 16th Street Station. Die Maske muss hier irgendwo Ja, sein. ja, 16th Street Station. Vor allem, wenn man so ein schönes Snipergewehr hat, mit dem man nicht gescheit zielen kann. Ich weiß ja auch nicht, aber. Nein! Sammelt das Ding wieder ein, verdammt! Ich ziel dem jetzt auf den Kopf und bin schon weg. Ich kann nicht gescheit auf den zielen. Deswegen schieße ich da einfach so irgendwie auf die. Schon direkt einen Notruf ausgelöst hier, oder was? Ist ja super. So, komm mal her, du. Wieder einer weniger?
Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Kriminellen in Ihrer Nähe. Over. So. Ein gewalttätiger Krimineller. Zum Glück habe ich gesehen, dass die hier anruft. Nix da. Officer braucht Hilfe. Sofort einen Krankenwagen. Okay, den einen dicken habe ich. Den zweiten dicken habe ich. So, der Helikopter ist auch im Eimer. Wie haben die jetzt eigentlich hier Verstärkung gerufen und was erkennt mich hier gerade die ganze Zeit? Geh runter! Oh, Alter! Nein, können Sie nicht. Hä? Wo ist er hin? Hey, weh, der. Will der mich jetzt hier verarschen oder was? Ich suche selber Deckung. Okay. Macht der da? Fall um jetzt. Scheiß Hubschrauber. Unsere Steuerung wurde gehackt. Alter. Okay. Da ist jetzt wohl ein Hund am Start. Mal wieder. Lauf. Alter. Komm schon. Deckung. Alter. Schlagen zu. Komm schon. Boah, ey. So. Irgendwie muss man die ja hier, ne? Ich konzentriere mich gerade sehr darauf, nicht gekillt zu werden. Geh doch von der Scheißdeckung weg, du Idiot! So. Hä? Wo ist er jetzt? Hab ich ihn umgehauen, oder was? Naja, Fraktion. Hallo? Kann ja nicht wahr sein hier. So, wo sind jetzt die Hunde? Leider. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ey! Manu, ich mag das nicht mehr machen, hey, das ist doch scheiße. Ich will doch bloß im Ranch seine scheiß Maske wieder zurückbringen. Vor allem kommt jetzt wieder Mikes und labert wieder rum, 15th Street Station, bla 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 bla. Dass der jedes Mal den scheiß Satz abdrücken muss. Ja komm, mach hin hier. Die muss hier irgendwo sein. Ja, dann halt 16. Station, ist mir doch egal.
Es ist eine richtige Drecksmission. Die ist voll hoch und so. Mal gucken. Also mit den Deckungen, das klappt hier recht bescheiden. So. Ist mir jetzt egal. Machen wir halt wieder hier standardmäßig. Und wumm. Spürt ihn auf. So. Das ist schon mal einer weniger. Ausschwärmen. Schwärmt aus. Außer Reichweite. Ah, da kann man von hier oben auch rein. Ist ja lustig. Die Frage ist jetzt, erwischen die mich hier oben? Oder was heißt mich? Also erwischen die einen Michael da, wenn der dahinter dieser Box hockt. Scheiße, er ist weg. Lass uns Schluss machen. Komm schon. Ha. Das waren jetzt mal ein paar mehr. Da ist so ein fett gepanzerter. Mal gucken, geht der jetzt dahin? Komm schon, Digger. Danke. So, was ist das Rote? Fraktion sucht die Gegend ab 580er. Schön. Konflikt zwischen 580er und FBI. Ich würde mal sagen, gefällt mir gut. Plöff. So. Also so wirklich Verstärkung gerufen haben sie jetzt ja nicht, ne? Ist echt die beste Methode. Flieg mit dem Quadcopter in einer Höhe, dass die einen nicht sehen, nicht finden. Und dann lockst du dazu deine Dinger. Na los, kommt schon her. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn hier? Ich lock den dahin, der klettert die scheiß Laterne, die Leiter runter. Los, komm. So, kommt er jetzt? Ich habe sogar den komischen 580er da umgehauen. Ich glaube, das sind jetzt halt nur noch 580er, kann das sein? Ah, da ist noch so ein dicker FBI-Typ. Na los, lauf dahin. Guck's dir an. Und sag, ich fliege. Okay. Desto angepisster sind wir. So. Oh, das ist aber. Sehr schön. Mist. Hat's überlebt. Drecksack. Kann ich dich anlocken? Na los, kommt schon. Ich weiß, dass du die Scheißlampe, Scheißleiter darunter klettern willst. Warum will ich die ganze Zeit Lampe sagen? Da ist nichts, ich gehe weiter. Ach so,
Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich da wieder Ding hab. Da ist noch einer. Ja, sag mal. Ich hab jetzt hier in diesem Gebiet hier, was weiß ich, wie viele FBIler plattgehauen. Mit dem Dingens. So. Der latscht hier einfach durch alles Gezeugste durch. Das ist dem scheißegal. Dann ist mir der Wumms jetzt auch wurscht. So. Jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei Stück. Den da und den da. Und der guckt jetzt hier blöd, weil hier ein Haufen Leute von ihm rumliegen. Hoffentlich guckt er lang genug. Nee, tut er nicht. Ah, toll. Hehe. So. Den kann ich auch direkt anlocken. Nein, ich gebe nicht auf. Die Mission muss jetzt hier ein Ende finden. Ich habe es versucht mit Waffengewalt, hat nicht funktioniert. Versuche ich es mit Sprengstoff. Und das scheint irgendwie immer zu funktionieren. Was ich leider ein bisschen doof finde. Aber gut, was will ich auch gegen 20 ultra gepanzerte Typen und 50 Helikopter und was weiß ich was alles ausrichten? Wenn die zwei Schüsse brauchen und du bist tot. Hey, guck mal. Wir werden schießen. Ist mir scheißegal. Komm da aus dem Treppenhaus oder was auch immer, das ist raus. Danke. Ist die jetzt vom FBI oder ist die? Jetzt geht sie wieder da rein. Was ist denn das für eine? Angsthase oder was? Angsthase, so ähnlich wie ich. Nein, ich komme nicht raus. Geh zum nächsten Bereich. Nein, tust du nicht. So. Jetzt müsste ich eigentlich einfach da reinlatschen können. Außer das komische Lasernetz hier sagt mir, nee, darfst du nicht. Haha. So, die nächste Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier einfach durchlaufe, dann habe ich doch hier wahrscheinlich irgendwie das Problem, dass dann Verstärkung gerufen werden würde. Was piepst hier? Okay. Oh, Kacke. Da fällt mir gerade auf, welche von denen hat jetzt eigentlich den Schlüssel? Ah, die da oben in ihrem scheiß Treppenhaus. Deswegen hat die sich nicht rausgetraut. Warte. Das ist jetzt für ein Blödsinn hier. Viel zu viel Gerümpel, deswegen kann er dann immer gescheit die Treppe hochlaufen, oder was? Warte. Ich habe nämlich auch irgendwas gelesen, von wegen, wie man schnell Kohle macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch hier ein bisschen Kohle jetzt gemacht, ne? Ah ja. So hätte ich es auch infiltrieren können, aber ist mir ein bisschen zu doof. So, nimm die Maske. Sehr schön. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Pass gut auf die Maske auf. Jo, mach ich.
Jetzt muss ich aber erstmal hier das Dingens noch hacken. Weil die solle uns ja jetzt nimmer finden. Na komm schon. Ich will hier das Ding hacken und fertig. Nix wie weg hier. Ah, toll. Jetzt muss ich auch noch in einem Bereich bleiben hier. Hoffentlich kommt da jetzt nicht noch irgendwie Verstärkung oder so ein Scheiß. Ah, doch, war ja klar. Komm schon. Ja. Ich schicke euch jetzt Freude, schöner Götterfunke, ich hab's geschafft. Allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. So, raus hier aus dem Kabuff da. Legt mich doch, ihr komischen Typis vom FBI. Warum piepst es? Wissen die, dass ich da raus bin? Ja, sieht so aus. Das Auto fährt nämlich da Richtung Ausgang. Ja. Es fährt zwar Richtung Ausgang, aber irgendwie totalen Blödsinn zusammen. So, eigentlich dürften sie ja nicht wissen, dass ich mit der Gurke hier rumfahre. Darum schnell weg. Boah, in ein Pfandhaus muss ich auch mal wieder. Ich muss hier das ganze Zeug mal loswerden. Ich bring dir dein Zeug zurück. Hä? Ranch, bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Vor allem sein Zeug, seine Maske, fertig. Fahr. Ja, ja, Führerschein habe ich im Lotto gewonnen. So, lass mich mal kurz gucken. Hä? Kann ich das? Ah ja, da. Ich glaube, ich werde mir in der nächsten Folge erstmal den Forschungspunkt da holen. Und dann werde ich ihm Ranch seine Maske zurückgeben. Ranch. Weil das wird jetzt, glaube ich, sonst wieder viel zu lang. Bin eh schon bei 30 Minuten. Und ich schätze, da kommt eine Videosequenz. So, hey Ranch, ich hab deine Maske. Wuhu! Und dann sieht man direkt, wie er die ersten Emotions wieder aus seiner Maske rausjagt. Was will ich, die Leute ihre Texte und Gedönse da lesen? Ah, Botnetzaufladung. So. Ah, was haben wir denn da? Ein bisschen Kohle brauche ich schon. 113.000 habe ich jetzt. Bist du aus Mamis Keller gekrochen, um frische Luft zu schnappen? Tja, weißt du was? Bist trotzdem ätzend. Redest du mit mir? Leg dich mit mir nicht an! Alter. Labern da irgendwelche Weiber rum hier? Sobald man irgendwo lang fährt. So. Hier jetzt. Ne? Nächste Mission. Forschungspunkt hacken. Ranch seine Maske zurückgeben. Und dann hoffentlich Ruhe vor dem FBI haben. Aber wahrscheinlich müssen wir erstmal rausfinden, wer von unseren Leuten hier der Maulwurf ist. Oder sowas in der Art. Müssen wir mal gucken. Laut dieser FBI-Daten-Dings, was wir da ja gesammelt hatten mal vor ein, zwei Folgen, hat der Ranch ja irgendwie so einen Undercover-Auftrag oder sowas gehabt, eigentlich.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt es ja auch in dem Ding, wenn wir dem jetzt die Maske zurückgeben, raus. Schauen wir mal. Allerhop. Bis dann. Wie geht's?